Dann noch eins, das ähnlich dem GP32 eigentlich ist und letztes Jahr rausgekommen ist, das ist der Dingo A320 von Dingo Digital, der eigentlich nichts weiter ist als ein typischer billiger chinesischer Media Player, der so ein paar Emulatoren drauf hat. Aber die Community hat es auch dieses Ding freigeschalten und Linux drauf portiert. Dadurch ist es quasi auch wieder Open Source gemacht worden. Schöne an dem Ding ist, es hat einen günstigen Preis, das ist bei 80 Euro. Und für 80 Euro kann man so ein Ding auch mal schnell mitnehmen. Allerdings ist es auch relativ billig verarbeitet. Also da sind relativ schnell Kratzer im Plastik drinnen, muss ich sagen. Aber so für ein kleines Gerät unterwegs ist es wirklich ganz interessant. Ein paar Probleme gab es durch Hardware-Revisionen, weil der Hersteller natürlich keine Idee hat, dass da Open Source draufläuft, im Gegensatz zu Gamepark Holdings. Deswegen ändern die Hardware-Revisionen, was natürlich auch immer wieder Anpassungen von den ganzen Firmware-Flashern zur Folge hat. Dann, was momentan auch aufgetreten ist, das sind Importprobleme im deutschen Markt. Wie bei vielen chinesischen Geräten sind leider einige illegale Inhalte drauf, wie zum Beispiel ein Game Boy Advance BIOS und einige ROMs, die natürlich nicht frei rausgegeben werden dürfen. Ich habe es so gelöst, ich habe selber beim Zoll keine Importprobleme, weil ich das ja ganze kommerziell mache. Und die Geräte, die ich verkaufe, die haben das wirklich alles bereinigt. Wir haben eine eigene Firma und da ist nichts urheberrechtlich Geschütztes mehr drauf. Aber natürlich die Leute, die das selber importiert haben, wir haben selber im Forum einen, bei dem ist wirklich das Gerät leider beim Zoll beschlagnahmt worden. Also es ist natürlich dann immer so ein Problem bei chinesischen Geräten. Auch ein weiteres ist halt, dass es keine Community-Unterstützung durch den Hersteller gibt. Also wenn der jetzt sagt, er macht die Hardware komplett anders, dann muss ja auch wieder alles umgebaut werden. Also es ist kein echter Open-Source-Handheld, er wurde nur dazu gemacht. Gut, das war jetzt eigentlich so mal die kleine Einführung in die Handhelds selber. Was gibt es jetzt alles für Vor- und Nachteile bei Open-Source-Spiele-Handhelds? Also natürlich für den Anwender ein Vorteil, ich habe viele kostenfreie Spiele. Bei allen anderen Konsolen, da wird ja sogar mit den kleinsten Spielen für ein paar Euro Geld gemacht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, selbst Puzzlespiele gibt es teilweise für 30 Euro zu kaufen, wo ich mir denke, ja gut, das hätte jetzt auch jemand in 2 Tagen programmieren können. Was auch sehr, sehr schön ist, ist, dass es eigentlich eine sehr aktive und freundliche Community ist. Ist eigentlich allgemein im Linux-Bereich so, das sind Leute, die was miteinander schaffen wollen. Und deswegen sind da wirklich aktive Mitglieder drin. Und eigentlich ist auch der Grundton sehr, sehr freundlich im Allgemeinen. Also wenn ich mir andere Foren anschaue, die jetzt von irgendwelchen kommerziellen Handhelds sind, da geht es eigentlich nur darum, wenn einer keine richtige Antwort gibt oder eine, die einem nicht gefällt, dann wird gleich angepumpt. Und das ist eigentlich bei Open-Source-Communities sehr, sehr selten, weil man wirklich was gemeinsam auf die Beine stellen möchte. Auch was viele interessant finden, wie erwähnt, ist die aktive Mithilfe an Projekten und Spielen. Ich selber habe auch schon mal ein Spiel gesehen, wo ich sage, hey, das Spiel gefällt mir, aber ich habe eine Idee, mit der Funktion wäre es vielleicht noch ein Tick besser. Dann kann ich das im Forum reinstellen, die Leute können diskutieren, der Programmierer kann es aufgreifen, kann es einbauen und ich habe das im Spiel drin. Ich habe aber auch genauso schon mal Grafiken für einige Spiele gemacht. Kann ja jeder machen, Grafikprogramm nehmen oder Sound oder Musik. Also es ist eine ganz neue Geschichte. Man spielt diese Spiele nicht nur, sondern ähnlich wie es eben bei Linux allgemein ist, man kann an jedem Projekt mitentwickeln und auch eigene Zweige draus machen. So zum Beispiel, ich meine, viele kennen auch SuperTux wahrscheinlich, ein bekanntes Linux-Spiel. Da kann man auch Level komplett designen, man kann Grafiken machen. Das heißt, es könnte jeder für so ein Spiel anhält die Engine nehmen und könnte ein komplett neues Spiel draus machen. Das ist natürlich wirklich eine feine Geschichte. Wie auch vorhin erwähnt, es gibt viele weitere Möglichkeiten. Also man hat Wi-Fi, GPS, GPRS. Der GP2XF100 hatte eigentlich kein Wi-Fi drinnen, aber er hatte eben USB. Und da haben dann die Leute auch Wi-Fi-Sticks zum Laufen gebracht. Und schon konnte man das Ding auch im Internet verwenden. Also auch hier kann man eigentlich alle möglichen Hackprojekte machen. Also wenn man sich da mal umguckt, was die Leute da zusammengebaut haben aus diesen Geräten mit Linux-Treibern und irgendwelcher selbstgebastelter Hardware, das ist schon unglaublich. Auch schön ist, dass man nicht nur auf Verbesserungen vom Anwender angewiesen ist. Bei jedem großen Sony Nintendo mit dem Firmware-Update, ja, man muss halt das nehmen, was man kriegt. Wenn es irgendeine Funktion einschränkt, die man gerne hätte, dann hat man eben Pech gehabt. Downgraden ist fast gar nicht möglich. Ist eigentlich auch, also geht nur über richtige Umwege. Und hier habe ich eben den Vorteil, dadurch, dass es offen ist, mir gefällt was nicht gut, entweder ich programmiere es um oder ich mache einen Vorschlag und es findet sich jemand anders. Das heißt, ich kann diese Spielekonsole so einrichten und mit den Möglichkeiten verwenden, wie ich es möchte. Ich bin nicht auf irgendeinen Hersteller angewiesen. Auch von den Speichermedien ist es klar, bei irgendwelchen großen Herstellern, da kommen die Spiele auf irgendwelchen kryptischen Medien, damit man sie ja nicht kopieren kann. Ich habe entweder so eine UMD wie bei Sony oder beim Nintendo DS die eigenen Spielmodule. Kann ich natürlich als Eigenanwender nicht kaufen und kann auch keine eigenen Spiele drauf laufen bringen. Das geht natürlich da ganz einfach. Günstige Speichermedien, normale SD-Karte und fertig.
Dadurch, dass das SDK auch stinknormal auf C++ basiert, kann ich auch PC-Spiele relativ einfach portieren. Also es gibt Spiele, die können wirklich in 2 bis 3 Stunden komplett portiert werden und laufen dann ohne Probleme. Sicher, diejenigen, die Spiele die, wie zum Beispiel Supertux, die eigentlich eine Auflösung von 640x480 haben, auch von den Grafiken her, muss viel optimiert werden, dass es bei den Kleinen läuft. Aber vom Grundprinzip her ist es einfacher, ein Spiel auf so eine Konsole zu portieren, als auf irgendeine andere. Natürlich gibt es auch Nachteile. Und die größten Nachteile sind eigentlich, also es gibt kaum Unterstützung von kommerziellen Herstellern, was natürlich auch den Effekt hat, dass irgendwann das Geld auch ausgeht, weil es gibt dadurch kleine Stückzahlen. Kleine Stückzahlen heißt automatisch höherer Preis. Und höherer Preis heißt auch, dass natürlich der Hersteller kaum Geld für Werbung hat. Das ist eigentlich auch allgemein ein Problem am Anfang von Linux gewesen. Es gibt zwar so eine eingefleischte Fangemeinde, die es gekannt und verwendet hat, aber so richtig ausgebreitet hat sich jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Und das ist natürlich immer bei sowas klar, wenn jetzt Sony eine Aktion startet, verkauft ein paar Millionen von den PSPs, dann haben die natürlich wesentlich höhere Einnahmen, haben wesentlich kleinere Produktionskosten, weil viel mehr produziert wird. Und das ist eben bei so Kleinauflagen nicht möglich. Das heißt, vergleichsweise mit den starken Konsolen oder mit den größeren Konsolen bin ich vom Preis her deutlich teurer. Was früher auch war, ist heute nicht mehr so, aber früher hat auch Sony und Nintendo durch die verkauften Spiele natürlich wieder Geld reinbekommen. Das heißt, die konnten die Hardware günstiger hergeben, weil das Geld mit den Spielen wiedergekommen ist. Klar, funktioniert hier nicht. Ein anderes Problem mit der Unterstützung von den kommerziellen Herstellern ist, das Gerät an sich ist ja offen und es gibt eigentlich keine richtig guten Kopierschutzmechanismen, weil solange ich ein Open-Source-System habe, kann ich das natürlich auch wieder ausprogrammieren. Das hat zur Folge, dass natürlich jeder Hersteller von größeren Firmen sagt, Moment, auf dem Gerät, jeder kann mein Spiel kopieren, da entwickle ich natürlich nicht ein paar Jahre was dran, stecke viel Geld rein und bringe ein Spiel dann raus. Das ist natürlich allgemein so ein Problem, aber wer solche kommerziellen Spiele, Blockbuster à la PSP sucht, der ist natürlich bei Open-Source-Spiele-Handhelds eigentlich noch recht falsch. Ein größeres Problem, was auch noch da war, ist, Linux ist definitiv nicht auf Spiele optimiert. Das merkt man zum Beispiel, wenn man sich SDL anschaut, das im Grundprinzip noch nicht mal ein V-Sync richtig anwendet. Also muss wirklich die Hardwarebeschleunigung in die Libraries mit reinprogrammiert werden. Auch auf dem PC, wenn man Supertux auf dem PC spielt, das ruckelt ein bisschen, weil eben einfach SDL das nicht richtig kann. Und das ist natürlich bei den anderen Handhelds speziell darauf optimiert. Linux ist eben prinzipiell eigentlich ein Serversystem gewesen, geht jetzt mehr in Richtung Desktop und in Richtung Spiele kommt so langsam, aber es ist eben, was Spiele betrifft, noch etwas hinten dran. Da muss natürlich dann auch bei den Spiele-Handhelds so einiges noch optimiert werden. Es ist auch für den normalen Anwender natürlich etwas komplizierter. Ich meine, wenn ich mir eine Anwendung aus dem Internet ziehe, ich muss die runterladen, ich muss die entpacken, auf die SD-Karte kopieren. Je nachdem, was es ist, muss ich vielleicht noch Konfigurationseinstellungen vornehmen und kann dann erst loslegen. Ist natürlich nicht so einfach, wie ich gehe in den Laden, kaufe mir ein Spiel, stecke das rein und starte. Das heißt, man muss schon ein bisschen Computerkenntnisse haben für diesen seltenen Spieler, der nur ab und zu mal schnell ein Spiel spielen möchte, aber sich mit PCs gar nicht auskennt, sind die natürlich wieder weniger geeignet, was natürlich den ganzen Kreis auch wieder ein bisschen einschränkt. Das hat natürlich auch zur Folge, dass auch wenige Shops und Online-Shops das Ganze anbieten. Also den GP2X gab es bis auf Spanien eigentlich nur in Online-Shops zu erhalten. Also auch in Deutschland gab es ihn fast nur bei mir zu erhalten. Einfach weil man vergleichsweise viel Support braucht. Weil ich habe selber erlebt durch die E-Mails, es kommen immer wieder Leute, die am Anfang Probleme haben und sich doch noch nicht im Forum angemeldet haben. Die fragen dann per E-Mail, wie kann ich denn das und das zum Laufen bringen. Das ist natürlich ein großer Aufwand für einen Shop und da steht eigentlich sehr, sehr viel Liebe dahinter. Ich muss sagen, ich habe in den ersten Jahren vom Shop eigentlich nichts verdient. Ich habe den auch in meiner Freizeit nebenher gemacht. Ich habe eigentlich noch eher draufgezahlt an Serverkosten. Aber ich wollte halt einfach auch dazu beitragen, dass sich diese Geräte ein bisschen verbreiten, weil ich eben, wie gesagt, aus der früheren Spieleszene komme und auch bei Amiga und PC oder C64 war es damals so, es waren kleine Teams von 3 bis 4 Leuten, die einfach eine Idee hatten, ein Spiel visualisiert haben, das dann produziert haben und an den Publisher geschickt haben in der Hoffnung, dass es veröffentlicht wird. Und ähnlich ist es dann hier auch wieder. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn ein paar wenige Leute intensiv an irgendeinem Spiel arbeiten, die stecken da wirklich ihr Herzblut rein und es ist eben deutlich mehr, als wenn ein großer Konzern sagt, so hier haben wir mal schnell 200 Mitarbeiter, die haben jetzt 2 Jahre Zeit, dieses Spiel zu entwickeln. Klar, sind Top-Spiele bei so vielen Mitarbeitern, aber mir fehlt so ein bisschen die Liebe zum Detail und ich finde, die ist auch ein bisschen verloren gegangen und genau das habe ich eben hier wieder. Dadurch, dass wir eben diese kleinen Teams haben, aber dadurch gibt es natürlich wieder mehr Support-Anfragen.